Damen und Herren. Vielen Dank. Danke. Zauberhaft. Herzlichen Dank. Ich bitte Sie. Das ist ja, ich muss weinen. Herzlich willkommen zu einem kleinen Parfumsritt durch die vergnüglichste Literatur, deutschsprachige Literatur der letzten Jahre. Ich beschreite diesen Abend natürlich nicht allein. Ich habe meinen lieben, guten Freund Jochen Malmsheimer dabei, den besten Sprecher der Welt. Wir bereiten uns seit Wochen auf diesen Abend vor. Wir haben überlegt, ob wir am... Also Jochen sagte, wollen wir nicht den Berlin-Marathon mitlaufen? Und ich sagte, das ist für mich Neuland, das google ich erstmal. Und dann habe ich, das kostet 98 Euro, wenn man da mitlaufen will. Und dann habe ich weiter gegoogelt und habe festgestellt, wollte wissen, was man dafür kriegt. Da gibt es 6 Verpflegungsstellen. Da gibt es Wasser, Tee, Isogetränke, Äpfel und Bananen. Hochgerechnet ein Warenwert 12, 13 Euro. Das ist Snap. So viel Bananen kann ich gar nicht fressen. Und dann habe ich gesagt, Jochen, ich habe das noch nie gemacht. Wie lange dauert das? Sagt er, der Weltrekord ist 2 Stunden 2. Ja, ich sag Jochen, wenn der Weltrekordler schon so lange braucht, da brauchen wir noch länger, weil die Zeit haben wir nicht. Und dann haben wir das nicht gemacht. Haben wir uns stattdessen weiter vorbereitet und hier sind wir jetzt alle beide. Bitte begrüßen Sie den großartigen Jochen Malmsheimer. Das ist zu schön. Grüße dich. Danke sehr. Bitte. Danke. Das ist mir. Danke vielmals. Es ist. Leben sind sehr weit hinten. Bitte. Danke. So. Ganz schön lang. Bitte. Es ist doch gar nichts geschehen. Nein, es soll aber was geschehen. Wir beginnen mit Thorsten Sträter. Thorsten Sträter. Das ist, glaube ich, sein 3. Buch, Selbstbeherrschung Umstände halber abzugeben. Thorsten Sträter erkennen Sie leicht. Er ist der einzige im Comedy-Circus, der immer eine Wollmütze trägt. Egal wie warm es ist, er hat eine große Mützensammlung. Weißt du, wie viele er hat? Nein, aber immer eine für den Abend, habe ich gehört. Wie immer eine andere? Ich denke schon, die haben alle Namen und wohnen auch unterschiedlich, glaube ich. Ich weiß das doch nicht, ich trage keine Mütze, ich habe Haare. Der Mann ist gelernter Herrenschneider, hat lange in der Spedition gearbeitet, hat erst 2004 angefangen zu schreiben, und zwar aus Ärger über einen sehr schlechten Krimi. Dann hat er Poetry Slam gemacht und seit wenigen Jahren tourt er solo und er ist wie ein Tsunami in die deutsche Comedy-Szene eingebrochen. Und damit geht es jetzt los. Wir hören etwas über die 80er Jahre. Jochen, bitte. Die 80er haben alles kaputt gemacht. Beispiel. Wenn heute einer mit seinem nackten Pillemann auf eine Kaffeemühle pocht und dabei Kleideretiketten vorliest, wird er weggeschlossen. Damals hieß das Neue Deutsche Welle. Und die medizinische Versorgung steckte in den Kinderschuhen. Damals wurden Darmspiegelungen ja noch so durchgeführt, dass man ein trainiertes Frettchen mit einer Polaroid-Kamera hinten reinschickte. Und wenn das Tier einen schlechten Tag hatte, kam es nur mit verwischten Aufnahmen vom eigenen ratlosen Gesicht wieder raus. Da hatte dann keiner der Beteiligten Spaß dran. In der Schule wurde vom Lehrer nicht nur offiziell geschlagen, es war ein eigenes Fach. Ich hatte da häufig Doppelstunden. Und wir mussten Namensschilder tragen, damit unsere Eltern uns wiedererkannten. Nächstes Beispiel. Moschischis. Moschischis. Das waren so kleine Scheißaffen aus Plastik. Mit Kunstfell darüber. Das ist heutzutage schwer vorstellbar, aber Moschischis hatten Jungs und Mädchen. Ich weiß nicht mehr warum, aber das war so. Da hockte man auch als Bub davor und dachte, oh Allmächtiger, ist dieses Monchichi süß.
Das ist ja so krass süß. Ich komme nicht klar, so süß ist das. Aber Montchichis konnten mehr. Sie waren in der Lage, sich ihr kleines Däumchen in den Mund rammen zu lassen. Das war dann so süß, da ging man dran kaputt dran. Ich könnte schon wieder heulen. Ich ging damals 1987 in Aggies Disco Pub. Disco Pub, sagten sie, ist Knorke. Aggies nach Fahrenheit stinkende MCM-Taschenhölle war damals die Hochburg des Disco Fox. Disco Fox hat mir das ganze Jahrzehnt zerschossen. Mein Freund Klaus wartete auf mich an der Bar und trank Batida Kirsch. Eine Flüssigkeit, aus der heutzutage Hello Kitty hergestellt wird. Aber damals hat man das wirklich gesoffen. Die DJs waren damals anders. Jede Platte wurde asozial durchmoderiert. Irgendein Fokuhila-Baron stand immer hinter den Plattenspielern und jaulte: Ja, hier ist er, der Udo, und ich sage wusch, 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 aber bitte mit Sahne, ein Kracher, ein Schlager, da schiebt der Beat groovy, groovy, jetzt platten wir die Puppen ab, tanzen hier, ab geht da der Peter, beziehungsweise der Udo, schreit ihr Kind dann Jürgens, hier kommt Udo Jürgens, da tanze mit, da bist du platt, weil Arafat kein Fahrrad hat. Oder so ähnlich. Klaus hatte zwischenzeitlich zwei neonfarbene Damen erspäht, deren Frisuren offensichtlich dazu dienten, Weißkopfadlern beim Ausbrüten ihrer Nachkommen unter die Arme zu greifen. Heutzutage erscheint das drollig, aber damals sagten wir: Voll die Granaten! Klaus latschte rüber und brüllte die Mädels eine Minute lächelnd zu. Dann kam er zu mir: Die machen wir für die Matratze klar, Kumpel. Müssen nur vorher mit denen abtanzen. Schönen Disco-Fox. Oh Gott, dachte ich. Beziehungsweise Phil Collins, das war damals das Gleiche. Für die Matratze klar machen. Oh, Disco-Fox. Wie ging das noch? Die beiden Frauen kamen zu uns rüber und ich wusste, jetzt geht's los. Ich schnappte mir eine. Wir unterhielten uns beim Tanzen. Sie? Bist du oft hier? Nee. Erste Mal. Und du? Total oft. Stimmt, ich hab dich auch schon oft hier gesehen. Er gab nicht direkt einen Sinn, aber sie merkte nichts. Sehr gut. Das ist ja viel wert. Um im Terminus der 80er zu bleiben, ich und der steile Zahn voll Banane am Abhotten, da kam mir eine Idee, und zwar ein echter Knüller. Das gestalten wir hier mal rattenscharf, das wird eine Wucht. Und ab da lief es nur noch mittelmäßig. Um es kurz zu machen, der Disco Fox, und ich möchte den Rest des Satzes dick unterstreichen, enthält keine wuchtigen Hebefiguren. Heute weiß ich das. Aber damals, als ich meine Tanzpartnerin an den Hüften packte und nach oben stemmte, wusste ich es nicht. Heute schon. Und die Antwort, warum man es nicht tut, besteht aus nur einem Wort. Deckenventilator. Das ist doch. Sehr gut. Als das Mädchen über der Tanzfläche zu rotieren begann, setzte erst Applaus ein. Aber der kippte ziemlich zügig. Der ganze Laden starrte unter den Rock des Mädchens, das sich durch einen ganzen Kim Wilde-Song propellerte. Und dann glotzten alle mich an, mich, den Hebefigurenmeister. Die Musik stoppte, mir wurde übel und ich sagte sinnloserweise: Murdoch schiebt den Helikopter raus. Nun ja, immerhin hatte ich eines der Mädels für die Matratze klar gemacht. Wenn auch für eine im Josephinenhospital. Ist aber nicht viel passiert. Das Mädchen legt seitdem einen permanent verwunderten Gesichtsausdruck an den Tag. Genau wie ich. Ich, weil ich nicht fassen kann, wie scheiße die 80er wirklich waren. Sie, weil ihre Augenbrauen seit jenem Abend sehr, sehr weit oben an der Stirn saßen. Sie hat es mir aber nicht übel genommen. Wir sind tatsächlich ein paar Mal miteinander ausgegangen, essen und so, aber wir haben es dann gelassen, weil der Kellner sie jedes Mal ansah und fragte: Stimmt was mit der Suppe nicht? Das war mir einfach unangenehm, ne? War damals auch schwierig mit den Frauen, also alles war schwierig, aber das mit den Frauen der 80er war das Schlimmste. Ich glaube, das Mädchen von damals hat dann den DJ aus Aggies Disco Pub geheiratet. Und wie ich hörte,
Hat er bei der Trauung nicht... Ja, ich will. ...gesagt, sondern... Da sind wir dabei, Ficky, 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 haha. Und ich sage Daumen hoch, Muchachos. Jetzt geht's aber mal richtig ab hier. Eben noch der große Stecher, nächste Woche Ehebrecher. Oder so ähnlich. So. Wir würden jetzt gerne mit Dietmar Wischmeier fortfahren. Für diejenigen, die die Bücher kaufen wollen, das sind ja alle. Das Zeitalter des Wasserhahns heißt es. Sie bekommen es nur noch antiquarisch. Aber Sie bekommen es beim Buchhändler Ihres Vertrauens. Es ist ein untypisches Werk. Es sind also keine Glossen, wie Wischmeier sie sonst schreibt, wo er ja das Florett handhabt wie einen Vorschlaghammer und umgekehrt, wie ich es einmal formuliert habe. Wie würdest du diese Sentenzen nennen? Lebenshilfe im weitesten Sinne. Ja, das ist schön. Philosophisch auch. Ja, Aphorismen. Würdest du uns die Freude machen zu beginnen? Sehr gern. Danke. Ich beginne mit einem besinnlichen Text. Oh. Die alte Kastanie. Wie wenig Stellfläche nimmt doch eine alte Kastanie ein, liebe Freunde. Denn dennoch erblüht sie jedes Jahr aufs Neue. Ganz im Gegensatz zur Ehefrau. Auch das soll hier mal ganz ungeschützt zur Diskussion gestellt werden. Da ist viel Schönes bei, würde ich sagen. Nach der Natur beobachtet. Ja, die Berberitze. Natur war eine schöne Überleitung. Ja. Die Berberitze. Wer dächte da nicht an einen gemütlichen Puff in Marokko? Wegen mir muss es nicht weitergehen. Ich sehe auch viele betretene Gesichter. Es ist ja wenn auch das Fernsehen nicht aufzeichnet, ist ja dunkel. Natürlich. Ne? Man glaubt ja gar nicht, wie die Leute gucken. Bei Puff in Marokko. Einige haben offensichtlich Verwandtschaft in Afrika. Das ist ja Puff in Marokko. Bitte. Doch die Sprache benennt damit, mit Berberitze, einen dornigen Strauch, der als Zwischenwirt des Getreiderostpilzes traurige Berühmtheit erlangte. Ja, manchmal liegt das Gute und das Böse dicht beieinander. Nun eine Reflexion über die Endlichkeit unseres Seins. Käfer zertreten. Wie leicht zertreten wir zuweilen einen Käfer mit unseren Schuhen, ohne einen Gedanken an den Tod zu verschwenden. Sollten wir nicht auch mal wieder ein Insekt mit den Fingern zerdrücken? Um wieder ein Gefühl für den Tod zu bekommen. Danke. Mit zu tupfen? Danke, nein. Besoffen sein. Es gibt Menschen, die sich mit Alkohol betrinken, bis sie sich übergeben müssen oder ihre Frau vermöbeln. Viele von uns verstehen dieses Verhalten nicht und schütteln den Kopf. Doch muss etwas, das wir nicht verstehen, deshalb gleich schlecht sein? Wir kommen zu Harald Martenstein, meinem Kolumnisten. Ja, aber er war ja in der DKP wie alle Humorschaffende dieses Jahrgangs. Hat außerdem auch selbstverständlich Germanistik und Philosophie studiert, wie alle Humorschaffende
dieses Jahrgangs und preisgekrönter Autor, auch schon 3 Romane mittlerweile. Er unterrichtet Kolumnenschreiben am Henry-Nann-Institut in Hamburg und seit er die Gender... Das Genderwesen, sage ich mal, als Anti-Wissenschaft bezeichnet hat, braucht er sich über mangelnden Zuspruch nicht zu beklagen. Und ich liebe ihn, er spricht mir mit nahezu jedem Satz aus dem Herzen und Jochen auch. Kürzlich schrieb ich mal wieder einen Roman. Morgens schlug ich die Zeitung auf und fand eine Kritik, den Autor kannte ich nicht. Er schrieb, aus dem Roman gehe klar hervor, dass ich ein Trottel sei, ein Hausschwein, ein Weichei, wie es bei Duschmann an der Kasse ausliegt. Ich hätte mir revanchistisches Samenstaugewinsel auf die Fahne geschrieben. Ich sei ein Mario Barth, gefährlich, täppisch und ein extra Tumbator. Außerdem sei ich onaniersüchtig und hätte ständig eine Packung Tempotaschentücher dabei. Da habe ich mir erstmal eine zweite Tasse Kaffee geholt. Mein Buch musste diesen Mann, diesen Kritiker, total aus der Spur getragen haben. Von da an klingelte das Telefon. Leute riefen an oder mailten und sagten, das Buch habe ihnen sehr gefallen. Das hätten sie mir normalerweise nicht gesagt, aber nun wegen dieser Kritik taten sie es. Erstaunlicherweise war es ein toller Tag für mich. Ich war noch nie so oft gelobt worden. Ein maßvollerer Verriss hätte dies niemals bewirkt. Meine Mutter wollte zu der Zeitung fahren und sich den Kritiker vorknöpfen, einen gewissen Schmidt. Das konnte ich verhindern. Freunde sagten, ich sei garantiert das heimliche Vorbild von Schmidt. Das sei ein ehrgeiziger junger Mann, der sich an seinem Vorbild Ödipal abarbeitet. Am meisten wunderte mich Schmidts Vorwurf, ich sei onaniersüchtig. Also so oft onaniere ich wirklich nicht. Sonst könnte ich doch gar nicht so viele Kolumnen schreiben. Ja, ich würde es, wenn es zuträfe, zugeben. Was ist denn schon dabei? Heutzutage ist das doch kein Tabu mehr. 90% aller Menschen tun es. Auch Schmidt sollte es ruhig einmal tun. Der Vorwurf ist außerdem unlogisch, denn eine Person kann doch nicht, wie Schmidt es mir vorwirft, gleichzeitig unter Samenstau und unter Onaniersucht leiden. Da muss er sich in seiner Wut zwischen den beiden Vorwürfen schon entscheiden. In dem Roman kommt, relativ kurz übrigens, ein Jugendlicher vor, der masturbiert. Das stimmt. Aber Jugendliche tun doch wirklich solche Dinge. Sexualität ist ein Teil des Lebens. Außerdem ist es ein Roman. Günter Grass zersinkt doch auch kein Glas und schluckt kleine NS-Parteiabzeichen, obwohl er die Blechtrommel geschrieben hat. Dann habe ich recherchiert und festgestellt, dass Schmidt praktisch jedem, der in Deutschland erfolgreich etwas mit Kultur macht, schon mindestens einmal vorgeworfen hat, er oder sie onaniere zu viel oder besitze zu viele Hormone. Offenbar ist das ein Masturbationsbesessener. Heinz Strunk, der Autor von Fleisch ist mein Gemüse. Als Erzähler ein Zwangsonanist. Der Schauspieler Josef Bierbichler. Monomanischer Nestbeschmutzer. Botho Strauß. Schlüpfrig schwitzt ranzige Altmännerfantasien aus. Wolf Wondratschek. Riecht nach ranzigem Testosteron. Nach was genau riecht er? Nach... Zumindest habe ich an der Stelle nicht gepennt. Der Regisseur Luc Bondy. Testosteron-Theater. Hm? Bist du jetzt eingenickt? Oder? Nein. Ach so. Inszeniert mit dem... Ach so. Testosteron-Theater, inszeniert mit den Ziselierstichel. Gelten lässt Schmidt nur Daniel Kehlmann, der ein kastrierter Hauslehrer sei und deshalb gegen dieses Laster gefeit. So wie Franz Xaver Krötz, der sei nämlich impotent. Da war ich als Hausschwein noch relativ gut weggekommen. Ein bisschen scheint Schmidt mein Buch trotz allem gemocht zu haben. Dies alles schreibe ich auch keineswegs, um mich über eine mit viel Herzblut geschriebene Literaturkritik lustig zu machen. Ich möchte nur all den Jugendlichen da draußen sagen, dass es wirklich eine natürliche Sache ist. Sie müssen kein schlechtes Gewissen haben. Fast alle Menschen tun es. Alle. Außer Schmidt. Und ihm hat sein Verzicht nicht gut getan.
über Orgasmusprobleme. Ich habe schon wieder eine Idee für einen tollen, garantiert super verkäuflichen Titel des Sterns oder auch des Zeitmagazins. Eine Freundin sagte, dass man in den Zeitschriften und in den Kolumnen der Sexualratgeber sehr oft etwas über den vorgetäuschten Orgasmus lese, der angeblich ein vornehmlich bei Damen verbreitetes Massenphänomen sei. Sehr oft und von der deutschen Publizistik bis heute unbemerkt, gäbe es aber auch das gegenteilige Phänomen, nämlich den vertuschten Orgasmus. Ihr selber sei es erst vor einiger Zeit widerfahren, dass Sie, ein dem Leben zugewandter Single, mit einem Mann, einer neuen Bekanntschaft, die ihr anfangs interessant und vielversprechend vorkam, in dessen Wohnung gegangen sei. Im Lauf des Abends sei ihr dieser Mann aus verschiedenen Gründen immer unsympathischer geworden. Sie habe aber, ebenfalls aus verschiedenen Gründen, beschlossen, nicht etwa das Weite zu suchen, sondern sich auf eine den Umständen entsprechend wohl einmalige intime Begegnung einzulassen. Sie habe einen Orgasmus gehabt, diesen aber vertuscht. Weil sie diesem geschwätzigen Angebertyp ihren Orgasmus nicht zu gönnen bereit war. Er sei hinterher auch erfreulich deprimiert gewesen. Wegen seiner erfolglosen Bemühungen. Als sie in den folgenden Wochen mit Freundinnen sprach, erfuhr sie, dass so etwas alle Tage vorkomme. Eine verheiratete Freundin habe berichtet, dass sie, worüber sie sich keineswegs beklage, recht schnell und problemlos zum Höhepunkt gelange. Ihr Mann aber stelle kurz danach all seine Bemühungen um sie ein. Weil Männer, wenn sie etwas erledigt haben, diese Sache gern abhaken und sich der nächsten Aufgabe zuwenden. Seit sie jedoch ihren Orgasmus vertusche, lasse ihr Mann, der ein Perfektionist und sehr ehrgeizig sei, stundenlang nicht mehr von ihr ab. Was ihr natürlich eine ganze Weile lang gefalle, bis sie dann endlich doch genug habe und ihm lange nach dem echten Eintritt des Ereignisses einen Orgasmus vorspiele. Da hatte ich die Idee für den Titel mit lauter Frauenporträts von Fürstin Gloria über Alice Schwarzer bis Veronika Ferres und dem schräg gedruckten Titel »Ich habe vertuscht«. Nun fühlte ich mich in dem Gespräch gedrängt, ebenfalls etwas Intimes preiszugeben. Ich gestand, dass ich in der Toilette einer Autobahnraststätte zum ersten Mal seit vielen Jahren und ohne Kaufabsicht einen Kondomautomaten betrachtet hatte. Dabei fiel mir ein Produkt auf, das Travel Pussy hieß. 3 Euro kostete, bei dem es sich offenbar um eine Nachbildung der weiblichen Intimzone für eilige Reisende handelte. Sozusagen to go. Es gab zum gleichen Preis übrigens auch einen Einweg-Vibrator. Bleibt der drin, oder was? Ja, oder es ist nur für eine... Ich weiß es nicht. Lass uns das nicht vertiefen. Statt an diese Entdeckung kulturpessimistische oder zivilisationskritische Betrachtungen zu knüpfen, habe ich als der Neugierde verpflichtete Journalist in meinem Computer den Begriff Travel Pussy gegoogelt. So fand ich heraus, dass es bei dem Internethändler Amazon neben den Schriften von Spinoza, der Hildegard von Bingen, oder auch meinen eigenen Werken, Travel Pussies zu kaufen gibt. Und zwar für 4 Euro. Versehen mit dem Hinweis, dass Kunden, die diesen Artikel erworben haben, überdurchschnittlich häufig ebenfalls den Film Batman Begins kaufen.
Das war's von uns. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Einfach fantastisch. Jochen Malmsheimer. Jürgen von der Lippe. Dankeschön fürs Zuschauen. Danke vielmals. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.